Es gibt ein Wort, welches das neue S-Klasse-Coupé-Konzept beschreibt. Mächtig. Mercedes selbst vergleicht den Wagen sogar mit einem Wal. Naja, besser gesagt mit der Fluke eines abtauchenden Wals. Mit ein bisschen Fantasie kann man sogar ahnen, was die Mercedes-Designer damit meinen. Über 5 Meter lang und doch so sportlich elegant. Ein Coupé, bei dem man nur einmal ganz vorsichtig aufs Gas drückt und danach die Schallmauer durchbrochen hat. Zumindest wenn die Serienversion kommt. Derzeit ist das S-Coupé nur ein Showcar und dieses Konzept rollt auf rohen Eiern durch eine Lagerhalle. Das Auto ist noch ein Einzelstück im Messeschick. Die 21 Zoll Felgen sind da noch fast das Dezenteste. Die herausfahrbaren Türgriffe werden es wahrscheinlich nicht in die Serie schaffen. Genauso wenig wie die Kalbslederbezüge oder die handgeknüpften Seidenteppiche. Was allerdings bleibt, sind die beiden Bildschirme im Armaturenbrett. Auch unter der Haube übernimmt das Coupé die technischen Highlights der S-Klasse, inklusive Stereokamera mit Fahrbahnerkennung. Das ist jetzt in dieser Lagerhalle noch nicht ganz so wichtig. Auch der Motor kann hier seine Kraft nicht wirklich entfalten. Aber künftige Besitzer der Serienversion dürfen sich auf einen 4,7 Liter V8 mit 455 PS freuen. Da sind wir dann wieder bei dem Gaspedal und der Schallmauer.